Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge von Deliver Us Mars. Das letzte Mal sind wir abgeschmiert. Ich habe schon ein bisschen rumgeguckt, aber da lang kommen wir nicht. Ja, also gehen wir jetzt mal in die Richtung. Aktuell funktioniert nichts, unsere Sonde funktioniert nicht und auch sonst nichts. Ich kann nicht mal Tab öffnen. Also müssen wir dazu mal schauen. Also dort könnte es eventuell lang gehen oder da. Zieht so ein kleiner Maussturm auf, wie es aussieht. Naja. Schauen wir mal. Ne? Sarah? Ryan? Hier ist Kathy. Scheint die richtige Richtung zu sein. Mayday, Mayday. So, hier ist aber auch nichts. Ja, dann vielleicht doch die andere Richtung. Ja, wie groß wären die Überlebenschancen bei sowas? Ich würde sagen, gering. Wenn man nicht gerade in der Nähe einer Station landet,
von irgendeiner größeren Vorrichtung oder so. Oder von den Marsbewohnern, ne, gefunden wird. Von den Kolonisten hier. Dann sieht es echt schlecht aus. Das ist so der Notsignal von den Kapselgünden, die wir empfangen haben. Ne? Oh, das war wohl richtig. Ich mache jetzt nichts mehr und sie läuft alleine weiter. Sarah, Ryan, bitte komm, wenn ihr... Was? Eine Arche? Eine Stadt. Tja, Überlebenschancen haben sich gerade deutlich erhöht. Auch wenn es ein ordentlicher Fußmarsch wäre. Cathy befindet sich allein auf einem ungemütlichen Planeten und durchquert den zerstörten Herschelsteinbruch. So, es wird schwummerig. Muss ich mal. Sauerstoff geht langsam zur Neige. Oder so. Ja. Da blinkt jetzt nur noch ein Lämpchen. Ich brauche Sauerstoff, Ayla. Oh, ich kann jetzt ein bisschen schneller laufen zumindest. Das ist allerdings nicht gut für Sauerstoff, ne? Verbrauch. Luki, Luki, da. Eingang. Luftschleuse. Die Station hat meinen Sauerstoff aufgefüllt. Was? Wie kann hier immer noch Sauerstoff sein? Ich mache eine Notiz davon. Sauerstoff-Ausgleichspumpe. Wie kann diese Sauerstoff-Ausgleichspumpe noch funktionieren? Wo bekommt sie den Sauerstoff her? Für einen Moment dachte ich, da liegt ein Stitzel. Aber es sind wohl doch nur Steinbrocken. Da durch. Ach du je. Dann darüber kommen irgendwie. Was ist das? Begib dich zur Arche, um vielleicht die anderen zu finden. Wozu dient diese Anlage? So. Hier sind Bagger, Kräne. Sieht aus wie eine Mine. Sieht vollkommen verlassen aus. Und ist wohl schon eine Zeit lang den Staubstürmen ausgesetzt. Wir müssen auf die andere Seite, um die Arche zu erreichen. Du hast recht. Wir sollten einen Transport suchen. Aber wo?
Hoffentlich funktioniert er noch. Was? Over? Wie komme ich da hoch? Da drüben? Oder was? Ja. So sollten wir zum Rover kommen. Lass uns dort runtergehen, damit wir den Aufzug nehmen können. Was? Muss ich jetzt klettern? Okay. Upsi. Ich dachte, die klettert dann runter oder so. Schauen wir mal, ob wir hier irgendwie über runter kommen. Das sieht doch hier besser aus. Immer noch ziemliches Stück. Was es hier runter geht, aber vielleicht geht es ja hier lang runter. Na? Lop. Wop. Wop. Okay, auf mal nicht. Okay. Also müssen wir offenbar hier lang gucken. So. Hopp. Okay. So, hier ist auch nicht so tief, ne? Okay. Runter. Vielleicht noch ein Stück rüber. Upsi. Kann man so schnell rennen auf dem Mars? Meine Schwerkraft ist ja deutlich geringer. Würde man da nicht ein bisschen mehr schweben? Hopp. So. Hopp. Alle, ja. Theoretisch könnte man auch ein Stück hier runter, aber das ist dann wieder. Wahrscheinlich nicht so schön. Okay, also müssen wir da rüber. Und dann. Dass wir jetzt hier runterkommen. Ja. Okay. So macht man das.
Sollte dann reichen. Okay. Und jetzt hier ein Stück lang runter. Okay, und rein damit. Lara Croft ist wieder am Umklettern hier, nicht? Das reicht. Okay. Speichert. Okay, das ist zu tief. Wir müssen darüber hüpfen. Nee, hüpf. Hui, das war knapp. Das war ziemlich knapp. So, jetzt hier runterhüpfen. So, jetzt muss ich da rüber hüpfen und oder so. Nee, hier klettern. Okay. So, ein Stückchen hoch. Und rüber. Ganz um die Kletterpartie, echt mal. Dass wir das trainiert haben damals. So, ein Stück nach links. So, Hälfte vom Sauerstoff ist weg. So, wo jetzt lang? Da nicht, offenbar. Okay, einmal hier lang. Vermute ich mal. Okay. So, wir mussten darüber, ne? Einmal zum Lift. Oder so. Ist bestimmt irgendwo Sauerstoff. Der Aufzug scheint nicht zu funktionieren. Es muss eine Stromzufuhr geben. Vielleicht kriegen wir auch hier mal Sauerstoff irgendwo. Okay, hier ist eine Reparaturstation für Drohnen, für ASE-Einheiten. Kann man hier irgendwas lesen? Phase, Pilz.
Pinselbild exact everywhere. Furchtbare Schrift. Kann noch kein Mensch lesen. So. Okay, das war mal easy. Zumindest der erste Part davon. Nein. Nichts. Und was genau gibt es hier jetzt zu sehen, Ayla? Bitte lasst mich los, es war ein Fehler. Bitte, Mr. Johansson, ruhig jetzt. Ich muss zurück zur Erde. Hierher zu kommen war falsch. Bitte, bitte, ich will nur... Du bist verwirrt von Kryo. Beruhige dich. Ich will mich nicht beruhigen. Ich muss zurück zu meiner Tochter. Ich weiß, dass du es besser weißt. Ich weiß, dass du tief im Innern verstehst, dass das, was du sagst, töricht ist. Bitte, William. Bitte, lass mich zurück zur Erde. Und wie genau stellst du dir das vor, Isaac? Wie glaubst du, wird man dich empfangen? Als Held oder Straftäter? Gehst du einfach so zurück, dann kommst du deiner Tochter auch nicht sehr viel näher. Ich weiß, du verstehst das. Du und ich. Wenn wir zur Erde zurückkehren, macht man uns gleich den Strafprozess. Dort wären wir die Verräter der Menschheit, nicht ihre Retter. Du bekämst Kathy dort nur durch Knastgitter zu Gesicht. Schau, unsere Abbaugeschwindigkeit lag bei etwa 20 Millionen metrischen Tonnen in den letzten 3 Jahren. All das, Isaac, erbaut nach deinen Entwürfen, Anhaltswerten, Einsichten. Jetzt bist du hier und Arche Vita auch. Stell dir nur vor, was wird Outward wachsen? Es wird zu dem, wovon wir einst träumten. Die unbarmherzige Entscheidung von damals tut mir sehr leid. Wenn wir je Leute von der Erde bringen können, gehen wir sicher, dass deine Tochter mit uns kommt. Doch davor konzentrieren wir uns auf die Gegenwart. Wir brauchen dich, Isaac. Bist du dabei, alter Freund? Ruh dich aus. Wir räumen dein Quartier in Habitas. Dann kannst du auch klar denken, okay? Okay. Dad hatte es wohlbehalten zur Kolonie geschafft, wollte aber wieder zurück auf die Erde, zurück zu mir. Doch MacArthur hat ihn so lange bearbeitet, bis er doch auf dem Mars geblieben ist. Okay. Und ich muss jetzt weiter schauen, wie ich die Energieversorgung herstelle. Oder so. Lieber hier lang. Ein Streamturm.
Outward hat also ein Notfallnetzwerk in ihren Einrichtungen. Wir müssen das anschließen, um ihn zu aktivieren. Hast du mehr davon? MacArthur hat gerade herausgefunden, dass Isaac unterwegs eine ASE verloren hat. Hier gibt es allerdings eine Menge ASEs. Diese hier ist anders. Warum? Ich sage es dir, aber versprich mir, dass das zwischen uns bleibt, verstanden? Du kennst mich. Seit wir zum Mars abgebrochen sind, sind alle holographischen Daten unserer ASE verschlüsselt und nur die ASE des Lunarrats können das Bildmaterial einsehen. Isaacs ASE ist offensichtlich nicht hier. Woher weißt du das alles? Ich habe den Code geschrieben. Wirklich? Ich vergesse immer, wie cool du bist. Ah. Okay. Das muss ich mir notieren. Okay. Oi. Diese schwingende Plattform. Vielleicht kann ich mich hochziehen. Aber will ich das? So. Okay, jetzt da. Notiere ich. Okay. Jetzt muss ich aber da lang. Alle. So. So. Hoch. So, kommen wir hier irgendwo rein. Mit ein bisschen Sauerstoff brauchen wir bald. So. Eine holographische Aufzeichnung zum Dechiffrieren. Ich sehe gerade gar nichts. Okay, die werden immer komplexer. Ich kann es nicht glauben, Isaac. In meinen kühnsten Träumen hätte ich nicht erwartet, solche Zahlen zu sehen. Mit jedem Projekt, das du in Angriff nimmst, machst du deinem Ruf alle Ehre. Unser Traum beginnt sich zu erfüllen, mein Freund. Hier seid ihr. Rosa, komm zu uns. Wir haben Grund zu feiern. Isaacs Erzbrecher funktioniert um einiges besser als erwartet. Es gab wieder mehr Einweisungen. 62% letzten Monat. Wir müssen den Flügel erweitern und mehr medizinisches Personal einstellen. Das haben wir doch schon besprochen. Es handelt sich nur um eine Phase. Ich glaube nicht. Die Leute sind überarbeitet und verausgaben sich zu schnell. Immer mehr zeigen Symptome von Beklemmung und PTBS. In Anbetracht der zukünftigen Meilensteine werden diese Zahlen nur noch weiter steigen. Isaacs Wohnraumbau hat gerade erst angefangen. Wir können niemanden entbehren. Lass sie mich rehabilitieren. Gib mir mehr Platz und Personal, damit ich dann... Wir können es uns nicht leisten, Leute zur Erholung von den Bodencrews abzuziehen. Nicht, um sie zu unterstützen. Das würde alles nur hinauszögern. Das sind deine Leute, William. Sie folgen dir, blicken zu dir auf. Die Antwort ist nein. Dann sehen wir uns heute Abend zur Wochenbesprechung. Rosa, treffen wir uns im Meditrakt. Vielleicht kann ich dir helfen. So. Ja, das war's dann, glaube ich, auch mal wieder mit einer Folge, wenn ich mich jetzt nicht gänzlich täusche. Oh. Ich bedanke mich bei euch fürs Zuschauen. Ja.
Wenn es euch gefallen hat, lasst mir gerne ein Like und ein Abo da und dann sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. Tschüss.